Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, hiermit hat es angefangen bei Mega Constructs, das größte Masters of the Universe Set, das sie im Angebot hatten. Der Windrider mit He-Man und Skeletor habe ich ja hier mit euch bereits gebaut. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, hier zur Einstimmung vielleicht. Denn heute wird es richtig ernsthaft. Endlich ist es soweit. Ich habe es ja damals schon gesagt. Es gibt das Set Castle Grayskull und da steht das Ding. Ein riesengroßes Set mit, hier unten haben wir es stehen, 3508 Teilen. Und Obacht, gute Nachrichten, man kann das Ding ganz normal auf Amazon bestellen. Ich verlinke es euch hier unten in der Videobeschreibung. Preise ändern sich immer so ein bisschen, aber um die 250 Euro. Hui, ja, ist gar nicht mal so wenig. Aber für ein Kind der 80er ein absoluter Must-Have-Kauf. Ich habe früher das richtige Castle Grayskull gehabt, allerdings nur als abgeranzte Version vom Flohmarkt, denn es war damals schon so teuer und ich hatte nicht so viel Geld. Aber egal, jetzt sind andere Zeiten und wir können hier ein riesen Set bauen und da freue ich mich echt total drauf. Und das letzte Mal, als ich so aufgeregt war von einem großen Unboxing, ja, das war auch eine große Kiste und das war hier die Enterprise von Mega Constructs, beziehungsweise damals gab es nur das Branding Mega Blocks, auch ein Riesenset, ein tolles Set mit 3098 Teilen, macht mir immer noch sehr viel Freude, steht bei mir im Büro, sieht super aus und hat super viel Spaß gemacht zu bauen. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Die Enterprise gibt es immer noch zu kaufen bei Amazon. Aber heute geht es natürlich um das Castle Grayskull. Also schauen wir uns das Set mal an. Ihr seht ordentliche Abmessungen, obwohl das eigentliche Set wird auch relativ groß. Fast 50 cm breit und 34 in der Höhe. Wir haben hier Mega Constructs. Die Serie aus der ProBuilder-Serie ist das Ganze hier, Masters of the Universe. Ihr seht hier das Castle Grayskull. Wir haben insgesamt 6 Minifiguren mit dabei. Da haben wir Skeletor, He-Man natürlich, Man-at-Arms, Beastman, die Sorceress und... sie vergesse ich immer, aber es steht hinten drauf. An die kann ich mich gar nicht erinnern. Die Goddess, genau. Also die ist mir irgendwie entfallen. Sehr schönes Artwork hier auf der Vorderseite. Und auf der Oberseite sehen wir nochmal ein paar Figuren. Nochmal detailliert dargestellt. Hier Man at Arms, die Sorceress, Beastman und die Goddess. Ich kann mich echt überhaupt nicht an die erinnern. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre Teela in Grün, aber... muss die Serie noch mal schauen vielleicht. Ja, das mache ich. Hier beim Bauen lasse ich mal die alte Masters of the Universe Serie laufen. Dann noch mal das Masters of the Universe Branding, das Logo. Und das war's auf der Seite. Dann schauen wir mal hier auf die rechte Seite. Dort haben wir auch noch mal Branding. Und ja, unseren lieben Bösewicht Skeletor. Noch mal Schriftzug Castle Grayskull. Sehr schönes gemachtes Artwork hier. Gefällt mir echt gut. Und ja, es spiegelt auch eben diese Figuren da. Die sind... echt cool, diese kleinen Minifiguren. Die, die können was. Doch, die machen auch was her und sind super poseable. Auf der anderen Seite natürlich, wie könnte es anders sein? He-Man, der stärkste Mann des Universums und er hat sein Zauberschwert schon nach oben gereckt, denn jetzt wird Zeit zum Verwandeln. Es wird schließlich gekämpft hier um das Castle Grayskull. Und auf der Rückseite haben wir nochmal einen gesamten Überblick. Das Set hier kann man aufklappen. Sieht man schön hier. Hier ist das Gelenk. Man kann es zuklappen zum Hinstellen und aufklappen, wie so ein Playset eben. Das ist stark angelegt an das Original-Playset. Und deswegen ist das Ganze auch klappbar. Und dann haben wir hier nochmal eine Auflistung der Figuren. Allerdings sind die jetzt hier so gestaltet, wie damals die Figuren waren. Einmal He-Man, einmal die Goddess, dann natürlich die Sorceress, die Zauberin und Man-at-Arms und ganz unten dann unser Skeletor und Beastman, der Scherge des Bösen sozusagen. Und ja, hier sieht man nochmal schön hier diese ganzen Details. Ich freue mich da mega auf den Bau, denn da wurde alles Mögliche übernommen hier aus dem Original-Spielset. Also wer wie ich auf die 40 zugeht, kann sich da bestimmt noch gut dran erinnern. Hat auch bestimmt damit gespielt. Das war der heiße Scheiß damals in den 80ern. Hier haben wir nochmal die Figuren und schaut her, wir haben hier sogar noch Zoa. Das ist der Vogel, in den sich die Sorceress verwandeln kann. Sehr schön. Das Waffenrack haben wir hier stehen. Es ist allein das Draufgucken hier, das macht mir schon unheimlich viel Spaß. So, aber jetzt habe ich genug über die Packung geredet, obwohl wir schauen nochmal auf die Unterseite und da ist nichts. Also machen wir das Ding jetzt mal auf und schauen mal, was drin ist. Die Enterprise, die war damals schon richtig kreativ verpackt. Das hat sehr viel Freude gemacht, die auszupacken. Und ja, das sieht hier absolut wohl nicht anders aus. Schaut euch das mal an.
Auf der Innenseite der Klappe haben wir hier nochmal so einen schönen Himmel mit dem Schriftzug. Und hier haben wir nochmal wie so ein kleiner Comic, wo man sieht, Skeletor sitzt auf dem Thron, löst hier die Falltür aus und die Goddess landet dann hier im Gefängnis. Echt alles schön gemacht. So, und dann, jetzt muss ich es hier hinlegen, denn dann wird es aufgeklappt. Okay, wir legen es mal hin. Ich improvisiere mal ein bisschen hier mit einer Hand und wir schauen. So, Laschen lösen mit Wackelkamera. Jetzt können wir das ganze Set aber hinlegen und dann klappen wir es auf und sind sehr gespannt, was wir finden. Wow. Leute, ich muss mal hier einen Schritt zurückgehen. Ja, lasst mal diese Packung auf euch wirken. Also Wahnsinn, das hat Megakonstrux hier richtig drauf. Eine tolle Präsentation. Das macht richtig Spaß schon auf den Bau. Wir gehen mal hier rum. Hier an den Seiten, da haben wir doch noch mehr. Hier noch ein Artwork, wie He-Man mit seinen Leuten hier einbricht in Castle Grayskull oder sich reinschleicht. Und auf der anderen Seite, mein Gott, das ist echt ein Riesending. Ein Riesenset. Da haben wir noch mal die Sorceress hier mit dem, ja, mit dem Orb, mit dem Kristall, wo die Macht von Grayskull wohl innewohnt. Und das hier ist richtig toll, das könnte man sich rahmen lassen. Hier nochmal, wie He-Man gegen Skeletor kämpft und hinten das Castle. Ja, sehr schön. Sehr schön präsentiert, leider weniger schön. Ha, meine Anleitung hat schon einen Knick mitbekommen. Die hat sich hier irgendwie umgeschlagen in der Packung. Und ja, auch die ist ordentlich groß. Die schauen wir uns gleich mal in Ruhe nochmal an. Ich lege sie mal, mein Gott, das ist ein langer Lappen. Ich lege die mal hier auf die Seite. Und wir finden in der Kiste... Ja, weitere Kisten, zwei Stück an der Zahl, einmal mit He-Man, einmal mit Skeletor. Wir haben eine Nummerierung, 1 und 2. Ja, schaue ich mal. Ich nehme die mal raus hier, Kiste Nummer 1. Ah, da gibt's, ach, da gibt es noch mehr. Kiste 1, Kiste 2. Auf der Rückseite, ja, haben wir so ein typisches hier Burgmuster mit den Steinen. Auf der Seite steht auch wieder Castle Grayskull dran. Und hier auch nochmal, das auch nochmal zur Seite rüber. Und dann haben wir hier noch, ja, das sind wohl vier Bauabschnitte. Bauabschnitt 1, 2, 3 mit Man-at-Arms und der Sorceress drauf. Und dann mit Beastman und jetzt hätte ich fast schon wieder Teela gesagt, bei Bauabschnitt Nummer 4. So, die nehme ich auch mal komplett raus. Und dann hätten wir hier auch schon fertig ausgepackt. Also mein Tisch, der ist ordentlich voll. Gott, das macht Spaß, Freunde. Ich mache jetzt mal die große Packung weg und dann schauen wir uns erstmal die Anleitung an. Dann schauen wir mal hier auf den riesen Anleitungslappen. Also das Ding, das ist kein DIN A4, das ist eine ganz andere Größe. Ein dickes Heft, ja, da kann man sehen, hier Leim gebunden an der Seite. Dasselbe Artwork wie schon auf der Packung auf der Vorderseite. Schauen wir mal nach hinten. Ja, auch dort derselbe Druck wie auf der großen Packung schon. Und dann gucken wir mal, was sie uns hier reingepackt haben. Übrigens hier eine Setnummer, GGJ67. Ja, sehr schön. Also, wir klappen mal auf und auf der ersten Seite sehen wir direkt hier He-Man und Skeletor, die beiden Kontrahenten. Und dann hier, ja, die Burg, einmal im aufgeklappten Zustand, wie man sie bespielen kann, wenn man das will. Und dann einmal im zugeklappten Zustand, so wird sie bei mir wahrscheinlich später dann im Regal stehen. Und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich mir die Burg dann anschaue. Okay, also hier mal der Überblick, was es werden soll. Und dann haben wir hier, ja, das sieht nach Bauabschnitten aus, Sektionen, aber komisch nummeriert, also Sektion 1, wäre dann hier so ein Türmchen mit dem Thron. Sektion 2 ist dann hier unten das mit dem Kerker. Sektion 3 geht dann hier weiter. Das ist dann der Turm, wo oben noch die Laserwaffe draufsteht. Und Sektion 4 geht dann hier wieder weiter. Und Sektion 5 ist hier der Fahrstuhl. Okay, und dann geht es direkt los mit Sektion Nummer 1. Ich vermute mal, ja, die steckt da hinten drin. Ich habe jetzt hier 5 Sektionen, aber 4 Packungen. Das heißt, ja, geht irgendwie nicht ganz auf. Aber egal, das kriegen wir schon alles hin. Schauen wir mal rein, wie es gedruckt ist, womit es losgeht. Also das kommt einem hier vor, als würde man ein Riesenbuch umblättern. Und dann ist das hier, Gott, wie soll ich denn da noch was bauen später? Das ist der Tisch ja schon so voll. Naja, egal. Also wir schauen einfach mal Sektion Nummer 1. Da sehen wir, da haben wir insgesamt ja, Tüten in der Box. 1, 2 sind 3 Tüten, 3 Tüten, wie es aussieht. Und hier noch so ein Teiletrenner, den man wohl auch noch zusammenbauen muss. Dann soll man hier die ganzen Minifiguren zusammenstecken. Okay.
Vom Druck her sieht das alles gut aus. Ach Gott, schaut euch das mal an, wie viel Platz hier auf den Seiten ist. Also hier könnte man ja, ich sag mal so, wenn es Chinesen wären, wären hier keine 4 Bauabschnitte drauf, dann wären hier 8 bis 10 Bauabschnitte drauf. So viel Platz ist ja hier auf der Seite. Okay, aber vom Druck her sieht das alles gut aus. Megakonstrukt gewohnt ist hier immer diese Farbkodierung drauf, dass man sieht, wo die Noppen hinkommen und dann hier mit den farblichen, hier kann man es besser sehen, mit den farblichen Kodierungen, welcher Stein jetzt wo hingesetzt werden soll. Danach lässt sich ganz hervorragend bauen. Hat schon bei der Enterprise gut funktioniert. Ach, wie geil der aussieht. Und wird auch hier gut funktionieren. Ah, und schaut mal her, hier haben wir sogar für die Abschnitte dann hier nochmal einzelne Farben. Ja, genau, hier Abschnitt 1 ist grün, dann haben wir hier den gelben Abschnitt, das ist der Zweier, dann der blaue, dann hier so ein bräunlicher und ganz am Ende noch der weiße Abschnitt. Und wir schauen jetzt mal rum, wie viele Bausteps wir hier insgesamt haben. Ich bin jetzt hier schon bei 460, ich gucke mal von hinten am besten. So, die letzte Seite, das ist diese, das wäre Seitennummer 176. Aber da wird nur noch mal gezeigt, wie was funktioniert. Und der letzte Bauabschnitt, ja, das ist hier Bauabschnitt 481. Super, das wird ein schöner, langer Bauspaß werden. Und da freue ich mich doch sehr, sehr drauf. Jetzt bin ich aber noch mal gespannt, wie das gleich aussieht, wenn wir hier die Boxen aufmachen. Ihr seht schon, das wird ein sehr langes Unboxing, aber ich muss das hier auch ein bisschen genießen. So ein tolles Set hat man ja echt nicht jeder Tage hier auf dem Tisch. Und ich freue mich schon. Ich hoffe, das Ding ist garantiert erfolgreich, dass da noch Snake Mountain kommt. Und das wird dann wahrscheinlich noch größer und leider noch teurer. So, hier haben wir noch mal eine komplette Teileliste, sehr übersichtlich, was hier alles so drin steckt. Da geht es noch weiter, noch mehr Teile, ja, und dann sind wir durch. Dann haben wir hier die große Anleitung liegen und jetzt würde ich sagen, machen wir mal die Kiste Nummer 1 da hinten, die mit He-Man auf und schauen mal, wie das so aussieht mit den ganzen Tüten da drin. Also dann komm mal her, Kiste Nummer 1, ich habe schon gesagt, mit He-Man drauf. Hier sind die irgendwie komisch eingedrückt, wobei das sind nur die ersten beiden. Wahrscheinlich, dass man die Kiste da gut rausholen kann. Schauen wir mal, ob man die irgendwie nett öffnen kann oder ob es weniger nett wird. Nee, also hier ist keine Sollbruchstelle zum Öffnen. Da muss man jetzt hier ein bisschen den Karton leider beschädigen. Also das System, das wäre noch ausbaufähig, Megakonstrukt. Das kann man schöner machen. So, ich habe es aber offen, muss da hier alle drei Seiten aufmachen. Und wir klappen mal auf und sehen, ja, Tüten über Tüten. Wir nehmen sie alle mal raus und dann schauen wir mal drüber, was wir hier so haben. 12 Tütchen haben wir hier rausgefischt und jedes Tütchen ist auch einzeln nummeriert. Ob das dann die einzelnen, naja, jedes sage ich gerade, also das hier schon mal nicht. Aber hier sind auch nur größere Platten drin und ja, ich glaube der Teiletrenner. Hier haben wir schon mal die ganzen Minifiguren noch mit dabei, schön zerlegt mit noch ein paar anderen Sachen. Und ich hoffe, ich glaube mal, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier keine Aufkleber mit dabei sein werden. Auch nicht irgendwo in der Tüte, denn so einen Mist macht Megakonstrukt nicht. Aber ja, die meisten Tüten, wie man sehen kann, sind nummeriert. Hier Tüte 1 mit Kleinkram, Tüte Nummer 6 mit Strich, dass man sie nicht mit der 9 verwechselt. Ja, also sieht doch ganz gut aus und dann schauen wir mal, wir legen los. Und zwar mit Tüte 1 und Tüte Nummer 2 soll es losgehen. Das ist schon mal sehr gut, wobei ich gleich schon skeptisch bin. Aber es ist schon mal gut, dass man hier nicht alles auf die Tellerchen verteilen muss. Dann ist da weniger Sucherei bei der ganzen Geschichte mit drin. Aber ich sag euch, warum ich skeptisch bin. Tüte 1, das ist die hier, so eine Kleinteile-Tüte. Man baut ja hier gleich auch nur ja, so ganz viel Zubehörkram zusammen. Ja, also nichts Großes. Und dann hat man hier schon mal die Kleinteile-Tüte. Tüte Nummer 2, ja auch eigentlich hauptsächlich Kleinteile und auch hier die Standplatten für die Figuren, die sind hier mit drin. Und dann soll ich ja die Figuren zusammenbauen und die sind nicht in Tüte 1, nicht in Tüte 2, die sind hier in Tüte Nummer unbekannt drin. Und deswegen habe ich die auch gleich nochmal rausgelegt, da haben wir auch einiges an Platten, das werden wohl Grundplatten sein. Naja, wir schauen einfach mal. Ich packe den ganzen Kram mal aus und baue mal hier die Figuren zusammen und dann schauen wir uns die mal ganz in Ruhe an. Und
heute haben wir das Ergebnis von Tüte 1 und Tüte 2 und Tüte, ja, unnummeriert. Ein bisschen verwirrt bin ich schon. Also im nächsten Schritt sollen wir Tüte 3 und Tüte 4 öffnen. Naja, ich zeige euch mal, was ich gebaut habe. Einmal haben wir hier die Figuren alle zusammengesetzt. Den Adler, das ja hier Waffenrack, hier noch mehr Waffen, die auf dem Ständer dran draufstehen. Eine Leiter, und da fällt es schon wieder um. Ja, und das war es im Prinzip auch schon. Und ich habe zwei Fehlteile. Ja, zumindest aktuell habe ich zwei Fehlteile. Und zwar sind die hier an diesem Waffenständer dran. Und zwar hier unten auf der Noppe und hier unten auf der Noppe. Da müsste noch ein Teil drauf. Ich kann es euch mal kurz hier in der Anleitung zeigen. Beziehungsweise zwei Teile. Das sind die hier. Also einmal einer, die aber eine besondere Form hier haben. Und die müssten da unten noch drauf. Und in Gelb, die sind definitiv hier nicht mehr übrig. Also bei der Tüte sind sie nicht dabei. Vielleicht sind sie ja doch irgendwo in einer anderen Tüte noch drin. Das hier ist das, was noch übergeblieben ist. Und das hier ist noch übergeblieben. Also auch kein gelbes Teil, was da dazu passt. Hier noch ein paar grüne Steine. Und hier haben wir noch ein schönes Päckchen mit Platten, Grundplatten. Jawohl. Aber wie gesagt, das scheint irgendwie zu fehlen. Aber jetzt schauen wir uns mal hier unsere Minifiguren im Detail an. Und wir starten mit Skeletor und das ist wirklich eine sehr schön gemachte Figur. Ihr seht, in dem klassischen Blau ist der Körper gehalten, aber auch mit so ein paar Schattierungen, dass das also nicht zu comichaft aussieht. Natürlich mit seiner Rüstung, wo man auch hinten, ja wenn es denn dabei wäre, auch das Schwert nochmal einstecken kann. Hier hat er allerdings kein Schwert dabei, aber dafür seinen Widderstab, der übrigens zusammengebaut wird aus 1, 2, 3, 4, nein, 5 Teile sind es sogar. Und der Widderkopf, der ist noch gummiartig, also ganz, ganz weich. Safety first. Die Rüstung, auch die ist aus weichem Gummi gemacht. Die muss man ihm hier überziehen. Schön mit diesem roten Stein in der Mitte. Und sieht absolut retro und klassisch aus, das Ganze. Auch der Kopf ist wunderbar gestaltet. Und die Bemalung des Gesichtes, ihr müsst mal bedenken, wie klein und mini das hier ist, ist sehr, sehr gut gemacht. Also da gibt es keine Farbkleckser, die irgendwie falsch gelandet sind. Die Augenhöhlen ganz innen drin haben wir rote Punkte und sieht einfach super aus. Also hier eine ganz, ganz hohe Qualität in einem sehr kleinen Maßstab. Weiter machen wir mit Beastman und da muss ich sagen, die Figur gefällt mir irgendwie nicht so ganz gut. Klassischerweise ist Beastman ja orange, so kennt man ihn aus der alten Zeichentrickserie und auch hier von den alten Spielzeugen, aber hier ist er irgendwie rot und da man auch so wenig Fell auf dem ganzen Körper hier sieht, also schaut euch mal den Kopf an, der erinnert mich irgendwie ganz stark an einen Klingonen, aber naja, sei es drum. Ansonsten von den Details her ist er schön gemacht. Was hier hervorzuheben ist, ist diese ganze ja, extra Panzerung, die er hier hat, zum Beispiel an den Oberarmen, dieser Schutz, der wird da aufgeklippt mit den Hörnern auf beiden Seiten, er hat die Armreife, die man nochmal um die Handgelenke rumklippt. Er hat so eine kleine Peitsche mit dabei, die ist auch so eine Gummipeitsche, ne, dass man sich da auch nichts ins Auge drücken kann. Und dann natürlich seinen Panzer oder seine, nein, Panzer ist es ja nicht, seine Fellrüstung, die man ihm noch drüber zieht. Sieht auch alles eigentlich gut aus, nur mit dieser roten Farbe, da werde ich nicht so ganz warm. Aber auch hier will ich nochmal das Gesicht hervorheben, ganz fein gearbeitet und sieht super aus. Da passt alles. Die Augen sind nicht verschoben, da ist kein Klecks von Farbe irgendwie daneben gelandet. Ganz, ganz tolle Qualität. Das können wir von He-Man nicht ganz genauso sagen. Ich fange bei ihm direkt mal am Kopf an und da sieht man, ja, da ist also das Weiß der Zähne und der Augen ist da nicht so hundertprozentig passend. Wenn man ganz nah rangeht, sieht das ein bisschen aus, als hätte er sich um die Augen geschminkt und einen leichten Lippenstift aufgelegt. Aber sobald man ein klein bisschen weiter weggeht, sieht auch das wieder gut aus. Was mir allerdings sehr gut gefällt, sind die Haare, denn die sind nicht nur einfach gelb, sondern so ein bisschen schmutziges Gelb mit ja, so ein paar Schattierungen drin. Das ist schön gemacht. Auch hier nochmal seine Rüstung. Dort ist auch hier der Aufdruck von dem roten Kreuz in der Mitte ein bisschen verrutscht. Also der He-Man ist nicht ganz so toll von der Verarbeitung wie die anderen beiden Figuren. Aber die Rüstung ist auch wieder so gummiert und hat hinten nochmal den Einschub für das Zauberschwert, das allerdings hier nicht dabei ist, denn hier hat er nur seine Kampfaxt. Oder das heißt nur, er hat seine Kampfaxt und seinen Schild dabei. Die beiden Accessoires gefallen mir echt gut. Außerdem auch nochmal hier diese Clip-Armreifen auf beiden Seiten. Und ja, ansonsten
Sieht halt aus wie He-Man, auch schön. Die Boots, also die Stiefel, die gefallen mir auch gut, denn dort sieht man diese Lederschnüre, die da drum gehen, in einem dunkleren Braun als die Stiefel an und für sich. Also alles in allem eine schöne Figur, aber nicht ganz so toll gearbeitet wie die beiden vorher. Jetzt kommen wir zu einer richtig super Figur, also ich muss sagen, der gefällt mir ausgesprochen gut, Man at Arms. Und schaut ihn euch an, ja, direkt am Anfang sage ich, er hat keinen Schnäuzbart. Sie haben sich hier also für die ja klassische Toy-Linie entschieden, denn auch die Figur hatte keinen Schnäuzbart. Allerdings in den Comics hatte der den. Ich hatte damals bei meinem, mit einem Edding ihm einen Schnäuzer gemalt, weil es eben so in der Serie war. Naja, er hat eine ganz tolle Rüstung, die man ihm hier überzieht, auch diesen einen Armschutz, der hier übergeklippt wird, seine klassische orangene Keule, nochmal unten den Schienbeinschutz. Das Grün vom Körper gefällt mir sehr gut, ist so ein mattes, etwas ja dunkleres Grün, also nicht so total hell. Und die Stiefel sind auch wieder schön gemacht und auch hier am Kopf sieht er richtig klasse aus. Bei den Augen, ja, ist es fast wie bei He-Man, wenn man ganz nah rangeht. Es sind eben diese Lochaugen mit ein bisschen Weiß rundherum, aber ansonsten sieht er echt klasse aus. Gefällt mir sehr gut hier, Man at Arms. Dann kommen wir zur Goddess und da ist ein bisschen was passiert. Wenn ich ihr ins Gesicht schaue, dann entweder zwinkert sie mir zu oder ihr fehlt ein Auge. Also kurz gesagt, der Druck bei den Augen hier bei der Goddess, der ist bei meiner Figur nicht gut geraten. Das linke Auge, wenn man von vorne schaut, das sieht perfekt aus. Beim rechten Auge ist irgendwie ja die Pupille verloren gegangen. Sieht nicht ganz so toll aus. Ihr Kopfschmuck, ja, ist so eine Kobra, so ein Kobrakopf, der wird drüber gezogen, ist so gummiert, kann man auch abnehmen. Sieht gut aus und ansonsten, ja, sie ist halt grün, hat einen goldenen Speer dabei, ein goldener Schild. Sieht alles soweit ganz nett aus, aber da, ja, das mit dem Gesicht, das stört mich doch schon, dass dort das bei dem Auge so schief gegangen ist. Und last but not least haben wir die Sorceress. Und die hat was ganz Cooles, nämlich ihr Federkleid, was ihr hier schön sehen könnt von hinten. Das ist ja Gummi und das wird dann einfach bei den vorne bei den Händen wird das dann drunter gesteckt oder die Hände werden dort drüber gesteckt und dann wird es beim Kopf nochmal befestigt und sieht richtig super aus. Das haben sie toll gelöst, also ganz hervorragend, passt sich dann auch beim Posen entsprechend an. Finde ich sehr gut, auch hier der Kopf, der ist gut gemacht, also da passt die ganze Farbe wieder und der ganze Headsculpt sieht klasse aus. So stelle ich mir die Sorceress vor, sie hat auch ihren Speer oder nicht ihr Speer, ihren Stab, wo nochmal dieser Adlervogel drauf zu sehen ist. Also die finde ich ausgesprochen gut geraten. Man at Arms, die Sorceress und Skeletor sind hier absolut die Highlights in meinen Augen. Und die schlechteste Figur ist die Goddess. Dann kommt nochmal He-Man, der ist in Ordnung. Und naja, Beastman, persönliche Präferenz, ich hätte ihn lieber in Orange gehabt. Aber den gibt es ja auch in Orange, allerdings in einem anderen Pack. Hier gibt es nochmal einen kleinen Blick auf Soa, den Adler. Und der hat hier als Fuß so eine kleine C-Clam und ist vom Druck her auch echt nett gemacht. Das haben sie relativ gut im Griff hier bei diesen ganz, ganz kleinen Figürchen. Sehr schön. So, also, das ist Soa und so weit bin ich gekommen. Und zwar mit Tüte Nummer 3 und mit Tüte Nummer 4. Das waren hier die nächsten beiden, die verbaut wurden. Und das war dann von Seite 12 bis auf Seite 15 in der kleinen Anleitung. Und ja, das haben wir soweit gebaut. Einmal hier das Grundfundament für das Eingangstor. Das sind einfach hier zwei große Platten und dann sind die hier ein bisschen befestigt und ein klein bisschen hochgebaut, also unspektakulär. Aber etwas spektakulärer ist auf jeden Fall hier die Zugbrücke und gleichzeitig das Maul von Castle Grayskull. Und das hat natürlich wieder richtig Laune gemacht. Und so sieht es von unten bzw. von vorne aus. So sieht es ja aus, wenn die Zugbrücke oben ist. Das ist das Holztor, da kommen auch später noch Verzierungen, ein Schild und so ein Kram drauf. Und dann klappt das ja dann später so runter und dann kann man hier dann ins Schloss reingehen. Aber schaut euch das mal an. Die Zähne, wunderbar. Also das Grün finde ich ja persönlich richtig schön. Das ist so ein tolles Retro-Grün. Und da haben wir hier massig Zähne reingepackt und auch verschiedene. Es gibt hier diese etwas kantigen Spitzen, dann diese kleinen runden und dann hier die großen Eckzähne. Und die werden dann hier reingesteckt und dann wird das dann ausgerichtet und sieht halt richtig cool aus. Also
Das macht schon echt Freude. Und jetzt geht's auch direkt weiter. Wobei, eine Sache muss ich noch sagen: Das mit den Tüten, das ist immer ja so lala. Also Tüte 3 und 4 habe ich ja gebraucht, aber da waren zum Beispiel hier diese Platten nicht drin, weil die Platten, die waren in so einer Extratüte unnummeriert drin. Also man muss immer schon ein bisschen rumgucken und ich habe auch immer mal wieder hier so ein Kleinkram übrig, wie zum Beispiel jetzt hier. Das war jetzt von Tüte 3 und Tüte 4 der Rest. Ich kippe es einfach mal hier zu der anderen Restetüte oder dem anderen Restebehältnis dazu. Das habe ich jetzt ja auch noch alles hier drin. Die ganzen bedruckten Teile gucken wir uns aber später an, denn weiter geht es jetzt mit Tüte 5, 6 und 7. Und da wird jetzt hier mal richtig nach oben gemauert und wir bauen das Tor ein und ah, es wird ganz wunderbar. Also ich schaue noch mal kurz rein, ob das hier schon der ganze Rest ist. Tüte 5, das ist die hier, die kleine. Dann die Tüte Nummer 6, das ist die. Und Tüte Nummer 7 haben wir hier. Und lass mal kurz schauen, was ich noch hier drin habe. Die 8, das ist dann Tüte 9. Das ist wieder Tüte, ja, irgendwas merkt man dann, wenn was fehlt. Schaut mal, das hier könnte doch eventuell die Teile sein, die mir ganz am Anfang gefehlt haben. Naja, schauen wir mal, wenn es soweit ist. Und auch hier die Tüte ist schon wieder nicht nummeriert. Also sehr unkonsistent oder inkonsistent, was sie hier gemacht haben mit der ganzen Nummerierungsgeschichte. Aber ich weiß ja, wo ich suchen muss, wenn wieder was fehlt. Wir machen auf jeden Fall erstmal hier mit 5, 6 und Tüte Nummer 7 weiter. Soweit haben uns die Tüten 5, 6 und 7 gebracht. Wir haben den Eingangsbereich soweit fertig. Aber bevor wir uns das genau anschauen, ja, gute Nachrichten, die zwei fehlenden Teile hier unten, diese gelben, ja, die sehen aus wie so kleine Tatzen, die sind aufgetaucht und zwar in einer der unnummerierten Tüten. Also wenn da was fehlt, einfach mal in den unnummerierten Tüten rumkramen, dann scheint das alles wieder aufzutauchen. Also unser Waffenständer ist jetzt hier komplett. Dann habe ich hier noch sowas gefunden. Das ist so ein kleiner Clip, der hier mitgeliefert wird. Kann man sich irgendwo hinklippen und dann hier so ein Namensschild oder sowas dran machen. Jo. Nett, wieso nicht? Aber eigentlich geht es ja hier rum, um unser Eingangstor von Castle Grayskull. Ich drehe es mal ein bisschen für euch, dass ihr seht, ups, wie weit wir hier gekommen sind. Also ihr seht schon, wir haben hier die Eingangstür eingebaut. Und ich muss mal hier ein bisschen auf die Steine eingehen. Hier sind ganz, ganz tolle Steine dabei. Einmal hier diese 2x2er. Ihr schaut mal auf die Kanten. Die sind hier cool abgerundet, damit das alles ein bisschen verwittert und verlebt aussieht. Die gibt es dann hier und hier sind die nochmal mit eingebaut. Und hier diese grünen, das sind ja 1x2er mit genau dem gleichen. Auch dort sind die Kanten etwas, ja, abgeschrägt und das sieht verwittert aus und macht hier, wenn man es so ins Mauerwerk einbaut, einen echt, echt guten Eindruck. Also das lockert die ganze Sache auf und ihr seht es ja, sieht cool aus, auch hier mit den verschiedenen Grünschattierungen. Auch die Gussnasen konnte ich hier überwiegend gut verstecken, außer jetzt auf dem Teil hier. Da sieht man es leider. Ich kann es da auch nicht anders einbauen, denn da kommt irgendwie hier, da ist so ein kleiner Mechanismus, so ein kleines Sonderteil ist das. Und ja, hier haben wir auch einen kleinen Mechanismus eingebaut. Ihr seht, dieses Teilchen hier geht irgendwie vor und zurück. Ich vermute mal, dass man hier irgendwo dann das Zauberschwert später reinsteckt, damit dann hier das Tor geöffnet wird. Aber aktuell bleibt es bei mir eher nicht zu, das Tor. Also das fällt immer wieder auf. Ich hoffe, da wird noch irgendwas gebaut. Deswegen, ich halte es mal und ihr könnt euch das anschauen. Da sind wir auch schon ziemlich weit. Wir haben hier unten auch diese, ja, ich sag mal, Bärentatzen. Genauso wie hier bei unserem Waffenständer. Nur, dass die dann hier in Silber gehalten sind. Dann haben wir hier oben ja so einen Stab eingebaut. Hier die gekreuzten Schwerter und ein grauer Schild. Und der hängt auch wieder an so einer C-Clamp dran, die dann auch in so einen Stein mit abgeschrägten Kanten dann hier eingesetzt wurde. Also sieht echt richtig cool aus alles. Das macht Spaß. Hier könnt ihr nochmal diese 2x2er sehen. Das sind ganz tolle Steine. Also prima. Da macht Megablocks einen verdammt guten Job. Also der Bauabschnitt hier, der hat jetzt schon richtig Laune gemacht und macht Lust auf mehr. Also hier oben haben wir auch noch ein bisschen mehr, was das hier genau wird. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das nur Verzierungen werden. Auf jeden Fall haben wir ganz viele von diesen Rundkugelköpfen da drauf gebaut. Dann hier oben noch ein paar Aufbauten.
Platten, ein paar Fliesen. Ja, also das wird dann hier schon ein Raum werden, den man von innen sieht. Und so sieht es dann nochmal mit dem Tor von innen aus. Und wie es aussieht, ja, geht es jetzt hier weiter mit Tüte 8 und Tüte 9. Die stecken noch hier in der Box Nummer 1. Das ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht. Ja, das wär's für heute. Also für dieses Video ist hier mal Feierabend. Weiter geht es in Teil 2. Da bauen wir unser Castle Grayskull dann ein bisschen weiter auf und schauen mal, wie weit wir kommen. Wir sind ja erst auf Seite 25 von, ja, es waren ja 175, das heißt 150 Seiten hätten wir ja noch. Ich schwafel jetzt hier nicht groß weiter. Weiter geht's in Teil 2, Freunde. Verlinkt in der Videobeschreibung, genauso wie das Set hier bei Amazon. Schaut es euch an, mir macht's riesen Spaß und ich hoffe, ihr seid wieder dabei bei Teil 2. Bis dann!